Setzt Warren Buffett wirklich auf den Crash? Ist das der Grund, warum er so viel Cash momentan hält? Darüber will ich heute mit euch sprechen, aber natürlich, ich muss einfach mal zur Seite gehen. Es ist nicht eine Traumkulisse. Also ich bin immer noch im Ötztal hier im wunderschönen Tirol und viele haben mir diese Woche in die Kommentare bei den Videos geschrieben, vor allen Dingen auch auf Instagram habe ich Nachrichten bekommen. Naja, das alles ging ja schon am Wochenende los, als die Zahlen von Buffett kamen, ne, von Berkshire Hathaway. Und da hat man ja wieder mal gesehen, der hat noch mehr Cash als vorher. Also jetzt sitzt Warren Buffett auf 277 Milliarden Dollar Cash. Da reden wir gleich noch drüber. Und er hat da auch wieder einen großen Anteil an Apple verkauft. So, und jetzt will ich euch für euch das einfach mal ein bisschen gerade rücken. Und zwar Nummer eins, er hat Apple verkauft. Ja, das war aber keine Überraschung, denn genau das hat er schon gesagt am 1. Mai-Wochenende, als wir auch live bei der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway in Omaha waren. Da hat er gesagt, ja, wir werden weiterhin Apple-Aktien verkaufen, um unseren Anteil etwas zu reduzieren. Man muss wissen, er sitzt auf riesigen Beständen von Apple, ist immer noch seine größte Position und er sitzt vor allen Dingen auf riesigen Gewinnen. Und was viele nicht so richtig in ihren Kopf reinbekommen wollen, ist, dass Warren Buffett eben nicht der Buy-and-Hold-Anleger ist, was immer so behauptet wird, sondern dass er in seiner ganzen Karriere hat er ja gar nicht so wahnsinnig viele Aktien gekauft. Insgesamt waren es nur 260 Stück und von diesen 260 Stück hat er 60% weniger als 2 Jahre behalten. Ne? Weniger als 2 Jahre und ich glaube mehr als 10 Jahre hat er nur 10 Aktien behalten. Hat er nur 10 Aktien behalten und den Rest hat er eher verkauft. Also das heißt, wenn Buffett, er ist ja immer noch so ein bisschen Graham geprägt, ne? Also kaufe etwas, was unterbewertet ist, aber verkaufe dann auch, wenn es den nach seiner Meinung nach richtigen Wert hat. Also deswegen, das kriegt man auch nicht aus ihm raus und deswegen hat er das verkauft und er hat das damals auch im Mai begründet. Er sagt, wir glauben, dass in Amerika die Steuern für Verkäufe steigen werden, also für realisierte Gewinne und deswegen verkaufen wir lieber jetzt als später. So, also das mal zum Ersten mit Apple. So, jetzt sitzt er auf 277 Milliarden Cash und jetzt sagen alle, ja, der wartet halt einfach auf den Crash. Und auch das ist meiner Meinung nach nicht korrekt. Ne? Jetzt muss ich dazu sagen, Buffett und ich, wir telefonieren relativ selten. Ne? Warte mal, ich glaube nie. Also deswegen, ich weiß natürlich das auch nicht aus erster Hand. Aber ich habe halt ein bisschen eine andere Sicht auf die Dinge und vielleicht hilft dir das auch ein bisschen im Verständnis. Warum? Wenn du erwartest, dass einer der besten Investoren der Welt auf den Crash wartet, ne? Oder wenn du überzeugt davon bist, der wartet auf den Crash, ja, dann wäre es ja dumm, wenn du investieren würdest. Das ist ja vollkommen klar. Wenn du aber sagst, okay, es hat ganz andere Gründe, warum der so viel Geld hat, dann überdenkst du vielleicht auch deine eigene Anlagestrategie. Und jetzt schauen wir mal. Also, er hat 277 Milliarden, aber eben nicht in Cash, sondern er hat dieses Geld angelegt und zwar in Staatsanleihen, in 5-jährige, 2-jährige, 3-jährige, 5-jährige, 10-jährige. Ne? Und davon kriegt er, das hat er jetzt so im letzten Jahr ungefähr, hat er angefangen, das zu machen. Und im Schnitt bekommt er da ungefähr 5% Zinsen im Jahr. Und jetzt muss man eins wissen, 5% Zinsen sind nicht nur 5% Zinsen, sondern wenn jetzt die Zinsen in Amerika sinken sollten, auch für die Staatsanleihen, und davon ist einfach auszugehen, egal ob jetzt der Trump-Trade wiederkommt oder ob Trump kommt oder was auch immer, ne, aber die Zinsen werden sinken, die Fed steht quasi Gewehr bei Fuß, um die Zinsen zu senken, dann bekommst du nicht nur diese Verzinsung, sondern du kannst durchaus auch noch über einen Wertanstieg der Anleihen, also Zinsen runter, Anleihen hoch, kannst du noch zusätzliches Geld verdienen. So, und das heißt, du kannst durchaus kalkulieren, dass du mit einer Anlage in Staatsanleihen momentan 7, 8, 9% verdienen kannst, perspektivisch betrachtet, per annum. Und das ist doch eine relativ gute, Idee, dass du sagst, hey, ich habe Geld, was mache ich damit? Ich lege es an. So, warum kauft er jetzt keine Aktien? Naja, jetzt müsst ihr euch Folgendes überlegen. Für Buffett wird es natürlich aufgrund der Größe immer schwieriger, dieses Geld anzulegen. Ihr müsst euch ja vorstellen, Buffett ist ja nicht wie eine andere Firma, also Berkshire Hathaway ist ja nicht wie eine andere Firma, wie jetzt eine Meta, eine Apple oder sonst irgendwas, wo du sagst, es kommt Geld rein und dann investierst du in etwas Neues. Sondern er hat wirklich das Luxusproblem, zu viel Geld, zu wenig Ideen und er kann dieses Geld gar nicht am Markt mehr investieren, weil es schlicht und ergreifend gar keine Firmen gibt, die er übernehmen kann. Ne? Wenn er jetzt sagt, okay, der würde jetzt sagen, ich investiere jetzt 100 Milliarden in den Aktienmarkt. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn er 100 Milliarden in den Aktienmarkt reinschiebt, wie das die Preise nach oben schieben würde? Schwierig. Ne? So.
Jetzt hat er ja auch Firmen, und das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich ein großer Buffett-Fan bin und auch Fan der Aktien nach wie vor bin. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier das gerade machen. So, sonst rutscht mir das ja runter. Und warum ich ein großer Fan der Berkshire Hathaway-Aktien noch ist. Buffett hat ja auch viele außerbörsliche Beteiligungen. Also das heißt, also er hat ja auch viele Beteiligungen, die nicht an der Börse notiert sind. Ne? Das ist NetJets, das ist Fruit of the Loom, das ist die Eisenbahngesellschaft, das ist Geico, der größte Autoversicherer, das sind die Versicherungstöchter, die er hat, das sind die Energieversorger, die er hat und so weiter. Alles keine börsennotierten Gesellschaften, aber selbst da ist es wahnsinnig schwierig, 200 Milliarden, 270 Milliarden irgendwie unterzukriegen. Und deswegen muss er sich einfach was Neues einfallen lassen. Meine persönliche Meinung ist nur meine Meinung, ist kein Wissen. Es wird der Tag kommen, an dem Berkshire Hathaway anfängt, Dividenden auszuschütten. Ja? Weil man schlicht und ergreifend nicht mehr weiß, was man mit dem Geld machen soll. Und man kauft ja immer mal schon ein bisschen Aktien zurück, ne? Aber man würde das wahrscheinlich erst wieder sehr viel massiver machen, wenn die Preise ein bisschen fallen würden. Und er hat natürlich auch gesagt, solange wir nichts Besseres finden, und vielleicht sind jetzt die Staatsanleihen einfach was Besseres, als die eigenen Aktien zu kaufen. Warum glaube ich, dass Berkshire irgendwann mal anfängt, Dividenden auszuschütten? Naja, weil was wollen die sonst mit dem Geld machen? Ne? Also was wollen die sonst mit dem Geld machen? Und man wird das jetzt aber so lange nicht machen, solange Buffett noch lebt, weil wäre es eine andere Firma, dann würde jetzt irgendein aktivistischer Investor kommen und würde sagen, hey, jetzt fangen wir an, was an die Aktionäre auszuschütten. Man hat allerdings so viel Respekt vor der Person Warren Buffett, dass man das nicht machen wird, solange er lebt und auch nicht so schnell, nachdem er gestorben ist. Das Ähnliche kennen wir ja auch von Apple. Solange Steve Jobs lebte, waren auch die aktivistischen Investoren nicht drin. Steve Jobs war gestorben und sofort gingen die aktivistischen Investoren in Apple rein und haben dann den jetzigen CEO Tim Cook davon überzeugt, sehr viele Aktien zurückzukaufen und vor allem auch Dividenden auszuschütten. Ne? Und das, glaube ich, wird auch irgendwann mal bei Berkshire Hathaway passieren. Ob das jetzt nur noch ein Jahr dauert, ob das noch 10 Jahre dauert, das hängt eben davon ab, wie lange Warren noch unter uns weilt. Von mir aus noch 10, 20 Jahre. Ich habe da nichts dagegen. So. Und das heißt also, ich bin überzeugt davon, dass Buffett nicht auf den Crash lauert, dass er nicht sagt, ich möchte hier dieses Geld irgendwie loswerden, weil es ist schlicht und ergreifend, er kann es nicht. Ne? Es gibt gar nicht so viele Firmen da draußen, wo er dieses Geld investieren kann, weder an der Börse. Da sagt, überleg mal, wenn der jetzt irgendwo eine Milliarde investiert, ja, das ist schön, aber wenn du 266 hast, was nützt es dann, wenn du eine Milliarde irgendwo investierst? Ne? Staatsanleihen dagegen, da kannst du reinpullern, da kannst du rein. Habe ich jetzt pullern gesagt? Weiß Gott, nein, da kannst du reinpowern, wollte ich sagen. Da kannst du reinpowern und kannst unglaublich viel Geld reinschieben, weil es einfach so ein riesengroßer Markt ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er jetzt in Japan wieder ein bisschen gekauft hat, nachdem es da so gecrashed hat. Das werden wir in ein paar Wochen und Monaten sehen. Learning daraus. Lass dich nicht verrückt machen von irgendwelchen Leuten, die dir erzählen, bloß weil der eine Cash hat, dass der irgendwie auf Crash wartet. Ne? Weil wenn man sich wirklich mit der Person Buffett beschäftigen würde, wenn man sich wirklich mit dem Unternehmen Berkshire Hathaway beschäftigen würde, würde man erkennen, er hat kein Bargeld, sondern er hat dieses Geld investiert und diese Investition in Staatsanleihen ist eine durchaus schlaue Investition in seiner Position. Ne? So, also das mal Nummer eins. Nummer zwei. Warum verstehen das viele überhaupt nicht? Naja, weil sie diese ganzen Produkte nicht kennen, weil sie überhaupt nicht wissen, wie funktionieren Zinsen, wie funktioniert Staatsanleihen, wie funktioniert Volatilität. Ich mache euch am Sonntag ein Video rein. Wir haben uns diese Woche, sorry für den Ausdruck, wir haben uns den Arsch voll verdient mit Trades auf die Volatilität. Da mache ich euch ein Video, das wird der Hammer. Jetzt rutscht mir schon wieder meine Kamera hier weg, ich muss sie nochmal festmachen. So, okay, mache ich euch ein Video am Sonntag rein. Aber ihr müsst euch einfach mit diesen Dingen beschäftigen. Und da ist auch mal ein kleiner Hinweis. Am 29. September veranstalten wir die einzige Live-Veranstaltung dieses Jahr für Nicht-Kunden in Deutschland. Die einzige Live-Veranstaltung, die es für Nicht-Kunden geben wird in diesem Jahr, das ist der Börsenstrategietag dieses Jahr in Düsseldorf. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dabei sein. Ich mache euch in die Videobeschreibung hier unten den Link. Schaut euch das an. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da kommt. Und da werde ich euch auch mal zeigen, was gibt es denn überhaupt alles so für Dinge, die du auch als Privatperson machen kannst. Denn wir haben beispielsweise auch schon letztes Jahr im Herbst angefangen, über Anleihen zu sprechen. Wir haben Anleihen gekauft mit unseren Kunden gemeinsam und sind da jetzt auch schon sehr, sehr schön im Plus und halten auch diese Position wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Du musst das halt einfach verstehen. Es ist nichts Kompliziertes, du musst nur wissen, wie es geht. So, das war's für heute. Zum Abschluss nochmal hier. Ach.
einträumchen. Ne? So, wir sehen uns am Sonntag oder vielleicht mal sehen, vielleicht sogar morgen früh nochmal bei Sport mit Jens oder am Samstag. Schaut hier auf jeden Fall rein. Danke an die ganzen neuen Abonnenten. Wir sind jetzt schon über 150.000, Jahresziel 200.000. Ne? Ich weiß, wir schaffen das. Also danke fürs Dabeisein und ich entlasse euch mit dieser Aussicht. Mhm.